Hausruine. Boah, da muss ich so unbedingt looten. Sieht's denn eigentlich aus, Wasser? Da passt jetzt weniger rein, ne? Aber wir waren irgendwie immer noch bei dem Lagerfeuer. Konnte man doch, man konnte doch irgendwie die anderen Aufträge anschauen. Ressourcen, Fertigungs... Achso, das war das. Statistiken. Gebäude und Aufträge. Protokoll. Aber es muss doch dann eigentlich hier bei Dekoration sein. Ich finde hier kein Lagerfeuer. Ah, hier war das da unten. Ich habe das gefunden. Das habe ich eigentlich immer schon gesucht. Ziemlich lang. Gemeinschaft. Ah, da, aber das geht noch nicht. Dann bauen wir das Sanitätshaus. Das muss ja auch gebaut werden. Direkt neben dem Friedhof könnte man machen. Aber ich weiß nicht. Ist das denn attraktiv für die? Komm, wir betteln das einfach mal dahin. Als nächstes bauen. Ich glaube, die sind echt zu nah an der Industrie dran. Jetzt, wenn das Ding jetzt die weggereist wird, also dann... Sei doch froh, dass du ein Krankenhaus vor der Tür hast. Wachstum. Statistik. So, Gesamt, es wächst. Erwachsen und Kinder geht doch. Es geht hier auseinander. Erwachsen, es kommen keine neuen Kinder nach. Ich hätte die, ich glaube, ich habe zu viele Häuser gebaut. Es finden sich jetzt keine Paare mehr. Ist so. So, Sanitäter. Wie soll ich denn einstellen? Was sagt der Kollege hier? Einen. So, da brauchen wir dann... Oh. Wir haben ja wieder 5 dazu bekommen. Finde ich gut. Weil, dann nehme ich mir jetzt einen Schrottsammler. Also da packe ich mal 2 drauf und packe jetzt hier einen Auftrag rein. Da. Aufträge, Holz abbauen, Schrott sammeln. Einer soll einfach mal hier Holz abbauen. So, in dem Bereich. Damit das wegkommt, ohne dass ich es abreißen muss. Die paar Tannen hier, die können stehen bleiben. Und Schrott, ich hätte gerne das hier von diesem... Hier oben. Oder? Und dann lasse ich den unten hinlaufen, in die Stadt. Ah, wobei das mit dem Fragezeichen, ich möchte mir das dann nicht zerstören, weil das ein interessanter Ort ist. Aber komm, hier, das gibt... Ah, der rechnet das mit dir zusammen. Moment, das geht nicht auf. 200 Schrott, sagt er hier, wenn ich da drüber fahre. Hier wären zum Beispiel 25. Ich müsste ja 225, 325 mit den 3 Teilen bekommen. Er sagt aber nur 109. Obwohl die alle in dem Bereich drin sind. Oder kann der das nicht abbauen? Tatsächlich, das kann der nicht. Er sagt hier nur 19... Fünf, na, 4. Und wer weiß, wo ich da noch irgendwas gesehen habe. Ihr sagt denn nur 4. Das hat nur 4, okay. Ach, es geht nur mit dem Schrottplatz. Okay, dann kann ich aber irgendwo gucken, wo hier noch Schrott liegt. Drumherum, hier unten zum Beispiel so, das kleine Zeug. Aber vielleicht macht den Wald mal sauber. Finde ich ganz gut. Und dann nehmen wir jetzt unseren Schrottplatz und verändern da den Bereich auf hier oben. Ja, die müssen mehr laufen, aber hier ist ja auch nicht mehr viel, deswegen geht es auch zur Neige. 771, so krass, ne, wie er abgeht jetzt. Da habt ihr zu tun, Leute. Tisch. Ah, das kann ich eigentlich auflassen. Das stört nicht so krass. Metall! Mir fehlt Metall. Oh mein Gott. Wo kriege ich denn Metall her? Werkstatt. Kräuter der Werkstatt. Recycler. Metall habe ich aber schon aktiviert. Kann man den priorisieren jetzt? Metall? Weil...
Das ist die Schneiderei. Der macht nämlich Stoff. Das ist auch wichtig. Ich glaube, das Problem war einfach der Plastik. Wir haben von allem etwas. Aber Metall ist, wird hier oben gar nicht. Doch, da. Null Stoff, null Metall, dafür ganz schön viel Plastik. Was soll das? Können wir das Plastik hier unten nicht einfach mal einstellen? Abreißen. Ohne das abzureißen. Oder die Arbeitskraft. Okay, dann geht's automatisch. Warte, wir machen den wieder drauf. Und gehen mal bei Metall. Dann erhöhe ich das hier auf 3. Und beim Stoff, da haben wir auch 1 von 1. Jetzt müssen wir nochmal hier gucken, ob das so aufgeht. Jo, das geht. Aber was ist denn das hier eigentlich für ein Auftrag? Holz, ach so, das war klar, ne? Der sollte ja hier die Bäume wegnehmen. Da ist nur einer. Oh, kann ich wieder? Nee. Aber hier unten? Nee, auch noch nicht. Auch noch nicht fertig. Befestigter Bus. Los! Baut das Sanitätshaus fertig. Metall. Mehr geht nicht, weil warum? Das ist doch der. Der ist gerade nicht. Der Sondierer teilt Schrott in Metall, Elektronik, Plastik oder Stoff. Wir haben 3. Ah, es gehen nur 3, weil ich 3 Werkstätten habe, oder was? Ja, tatsächlich. Jetzt ist hier auch wieder einer weniger. Das heißt. Ne, ich glaube, das klappt nicht. Müsste ich jetzt noch eine Metallwerkstatt bauen, um mehr Metall rauszubekommen. Oh, das dauert aber. Ich möchte das ehrlich gesagt jetzt auch nicht machen. Wobei, eigentlich wäre eine immer gut, ne? Da ist er. Komm, wag dich an den Strommast. Ich will sehen, wie der fällt. Und vor allem der Helikopter. Der bringt ja auch nochmal 100. So, meine aktuellen Aufträge. Ja, die haben es ja bald geschafft hier. Dann ist alles sauber. Müssen wir mal hier oben ein bisschen drauf achten. 6 von 16. Es geht müde voran, aber guck mal, die freuen sich jetzt hier. Aber die Hütten bleiben gleich. Ich habe das Gefühl, die ist nicht mehr rot. Aber mal sehen, wenn das fertig ist, ne, dann bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Was bedeutet das eigentlich hier? Schnellzugriff. Nein. Was heißt das denn? Ach so, warte mal. Ah, okay. Das ist interessant, ist ja sinnvoll für den Recycler. Ich verstehe. Dann sehe ich eben auf der Map alles. Hier verändert sich nichts dadurch. Oh, das ist fertig. Medizin produziert. Hatten wir nicht eigentlich schon Medizin? Machen wir wieder hier für ein Thumbnail.
Genau bei 10 Minuten. Ich muss mal das merken. Ich weiß nicht, gibt es hier eine Screenshot-Funktion? Ja, die Steam-Funktion. Oh, ich weiß gar nicht, ob der das abspeichert gerade. Nee, weiß ich nicht. Ist egal. Aber ist gut zu wissen. Suche ich dann gleich mal, wo der Ordner ist. Ich habe den garantiert anders eingestellt als Standard. Deswegen weiß ich das gerade nicht. Und Standard könnt ihr ungefähr wissen, wo. Weil dann spare ich mir vielleicht immer die Screenshots aus den Videos rauszuholen. Ist ganz gut. Aber Medizin. Gesundheit. Kräuterhütte Medizin. Wird von Medizinern aus Kräutern hergestellt. Hier erhöht die Gesundheit der Siedler weitaus wirksamer als Kräuter. Aus Jod hergestellt, Strahlungswert, Sanitätshaus. So. Okay, das Sanitätshaus selber stellt die Medizin her aus Kräuter und Jod. Ah, ich kann das einstellen, gut. Geht gerade nur Medizin, Jod noch nicht, aber ich würde gerne mal kurz weiterlesen. Ich finde es sehr geil, diese Tipps hier. So war das eben auch damals bei Caesar 3. Was? Achso, ich dachte jetzt. Krankheit. Werden sie an ihnen vorbeiziehen? Ja, ich habe jetzt noch nie so eine krasse Stadt, ne? Wenn man das sich mal anschaut hier bei... Oh! Die könnten sich maximal erst hier treffen. Also die Wege sind noch nicht so Corona-like. Dass man so zwangsläufig richtig viel Kontakt hat. Hat noch 200. Ich will so gerne mal wissen, wie das aussieht, wenn der dann einstürzt. Was machst du da unten? Hey. Das ist ein Förster. Ah, das müssen wir gleich auch nochmal checken. Wieso geht der da unten hin? Förster hatte ich hier. So, aufforschen. Mit diesem Schritt haben wir das Überleben der Siedlung für eine Weile gesichert. Sehr gute Arbeit. Nun, da mehr und mehr Kinder geboren werden, sollten wir anfangen, langfristig zu planen. Jawohl. Obwohl Hütten ein guter Weg sind, um Siedler dazu zu bewegen, eine Familie zu gründen, so bieten sie jedoch nur begrenzt Platz. Das kann schnell dazu führen, dass Menschen auf der Straße leben müssen. Lass mich dir vorschlagen, Hütten nur sehr gezielt bereitzustellen, um das Bevölkerungswachstum deiner Siedlung zu kontrollieren. Nichts ist schlimmer, als nicht genügend Ressourcen zu haben, um alle zu versorgen. Um auch den anderen Bewohnern ein Dach über dem Kopf bieten zu können, sollten wir eine Zuflucht errichten. Hab jetzt gerade kurz, warte mal, stopp bitte. Begrenzt Platz. Klar, eine Hütte ist klein. Hütten nur sehr gezielt bereitzustellen, um das Bevölkerungswachstum deiner Siedlung zu kontrollieren. Ja. Gut, das leuchtet mir ein. Machen wir Zuflucht. Geht gleich los, aber wir sehen ja jetzt, dass der hier so ein bisschen Bäume in die Stadt gepflanzt hat. Ich denke, das ist schön. Die Attraktivität hat sich dadurch jetzt natürlich nicht geändert bei den Hütten. Schön ist, dass die Attraktivität sich ja auch nicht verschlechtert hat durch das Sanitätshaus, das direkt nebenan steht. Aber jetzt nochmal zu dem Förster, dadurch, dass er seine Arbeit hier getan hat. Warte mal, hier erkenne ich es gerade nicht, wo der ist. Den hatten wir doch hier. Der muss jetzt mal abholzen. Und zwar, in welche Richtung möchte ich mich denn erweitern? Er kann ruhig in diese Richtung gehen. Oder hier hin. Komm, wir machen hier hinten. So, den Bereich kann er ruhig abholzen. Ja, ich will das hier unten nicht wieder wegnehmen. Machen wir es mal so, damit ich um den See weiter Ruppen bauen kann. Wenn ich das denn benötige überhaupt, weil wir sollen eine Zuflucht errichten.
Eine große Anzahl. Aber wie kann das Ding aufnehmen? Hä? Ach hier, Höchstzahl, mein Gott. 25, ich denke mal Anforderungen. Das ist doch blöd übersetzt. Also ist, glaube ich, Community-Übersetzung, weil Anforderungen sind das ja nicht, sondern das ist ja dann das, was das Ding kann. Und nicht, was es braucht, damit es das kann. Irgendwie so.